Leute, Leute, die erste Folge von Captain Cooks Kajüte. So. Ich bin natürlich sehr stolz, dass ich der Erste da sein darf, der da mitmacht. Wahrscheinlich ist das gerade so gut ergeben. Ja, vor der Tür stand. Wir müssen ein Stückchen vor. Ah, okay. Weil meine Kajüte, wir haben jetzt hier eine Captain Cooks Leihkajüte. Genau. Ist quasi ein bisschen größer, meine ist ein bisschen kleiner. Ich muss ja nochmal ausrichten hier. So. Aber das ist alles live. Uncut, liebe Freunde. Uncut. Also du wohnst auf jeden Fall gut. Ich habe dir das Ding mal angeguckt. Gut. Das Ding ist echt cool durchdacht und so für das, was wir so machen, sag ich mal, mit Fahrzeugen. Genau, muss ja nicht unbedingt Motorrad sein, Fahrrad. Genau, ja. Quad würde aber auch gehen. Aber wir müssen ne? den Platz tauschen. Warte, du musst hier hin. Ey, ist kein Problem. Warte. Weil du bist ja mein Gast, deswegen ist hier die Kamera. Achso, okay. Ja, warte, Quatsch. Achso, der Gast sitzt hier. Perfekt. So, Leute. Es ist mir eine Ehre, hier Thilo Günther begrüßen zu dürfen. Meine erste Folge Captain Cooks Kajüte. Thilo, was geht ab? Ja, wir beide sind ja gerade hier bei Wunderlich, ne? Genau, Boxer-Spirit. Viel Regen gehabt, ne? Genau. Und dies Jahr viel Sonne irgendwie, aber... Zu viel Sonne. Wir sind so ein bisschen, das ist nicht das Bild, ist richtig, falsch, ist wir richtig sind heiß, richtig genau. rot. Aber wir haben heute schon richtig viel Zeug gequatscht, ja. ne? Komischerweise muss ich sagen, irgendwie war letztes Jahr, obwohl das Wetter sehr schlecht war, irgendwie vom Gefühl her mehr los, ne, oder? Ja, stimmt. Komisch irgendwie. Aber lass uns über dich quatschen. Klar. Pikes Peak 2.0, du bist dieses Jahr wieder Pikes Peak gefahren. Ja, und hier, da steht's. Es gibt gar nicht so viele Aufnahmen, aber die spielen wir jetzt mal ein, oder? Ja, die können wir du hast sag's ja. Sag's mal an, ich spiel's dann ein. Jetzt kommen die brandfrischen, aktuellen, noch von keinem gesehenen Aufnahmen von Jens Cook. Buh! Jetzt sind wir schon wieder zurück. Ey, das ging schnell. Einmal Wahnsinn, nach Amerika oder? Und zurück. Wahnsinn. Das immer so schnell gehen. Bist jetzt mit einem neuen Stuhl unterwegs gewesen? Vierzylinder. Genau. Vierzylinder. Also was heißt neu der Stuhl? Der Stuhl ist schon bekannt irgendwie. Ja. Ich bin da auch mitgefahren. Aber natürlich was anderes wie... 220 PS.
Wir müssen es nochmal erklären. Also 220 PS fühlen sich nicht krass an, aber du hast einen ganz netten Vergleich gehabt. Genau, wir haben das Motorrad ja getestet auf der übrigen Grand Prix Strecke. Ja. Und wenn du dann, ist ja Naked Bike quasi, mit einer Serien S1000 auf Startziel einbiegst und machst den Schieber auf, dann fährst du an dieser vollverkleideten S1000 eher so dann vorbei. Und ich denke, dass der auch sehr viel Gas gegeben hat. Mit einem hohen Lenker, mit einem hohen Lenker, Verkleidung. Das Rad so leicht in der Luft muss man, ne? Und dann, krass. Ja. Also es ist total unspektakulär. Der Motor ist ja der gleiche Motor, also diese Ausbaustufe 6.2 oder wie der heißt vom BMW, wie in der HP4 Race ist, ne? Ja, geil. Und dieser Motor. Und dann habt ihr hier noch Data Recording, ist aber interessiert sich eigentlich nicht. Ist alles dran. Ich persönlich, du bist nur Fahrer. Ich persönlich brauche das jetzt nicht. Und ich glaube, das ist mehr was für die Rundstrecke, wo du wirklich probieren kannst, ne? Ja, am Pike Speak hast du dreimal Training. Was willst du da probieren? Ne? Krass, oder? Ja, krass. Also da darfst du nicht an dein Limit gehen. Ja. Also was meinst du, wenn jetzt einer sagt, egal Erich Wunderlich oder egal wer, Tilo, pack noch eins drauf, was würdest du machen? Was würdest du dir einfallen lassen? Ja, Streckenkenntnis ist das Wichtigste. Also ich könnte mir vorstellen, dass das noch schneller geht. Für mich persönlich auch. Nee, ich meine, wo du mitfahren würdest oder was wäre noch so ein großer Traum von dir? Ja. Man muss ja immer so noch so ein Ziel haben, oder? Für Rundstrecke habe ich dir ja vorhin schon mal gesagt, das ist so jetzt nicht so mein Ding. Für mich würde nur so Straßenrennen in Frage kommen. Was gibt's da noch? Da könntest du Macau noch fahren, Nordwest 200, Isle of Man, sowas irgendwie. Ah, okay. Aber da ich ja Familienvater bin, ja, muss auch ein bisschen. Muss man da ein bisschen abwägen. So Classic TT, was jetzt gerade im Moment läuft, das wäre vielleicht was. Auf einer alten BMW halt, da bist du nicht ganz so schnell. Von den Gefahren brauchen wir nicht sprechen, das ist immer noch gefährlich. Aber ich glaube, das wäre so eine ganz coole Sache. Ja. Mit dem Horst Seiger schon viel, du hast ihn ja auch schon besucht, genau. Ich schon viel mit ihm drüber gequatscht und er sagt, das wäre gar nicht so gefährlich. Das ist natürlich Ansichtssache. Aber das wäre eine geile Sache halt. Nicht zu schnell und noch so eine Herausforderung. Ja, was fährt so ein 2-Ventiler-Boxer? Ja, 200 oder was, ne? Ich meine, reicht das reicht immer noch, wenn du irgendwo einschlägst, das ist immer noch schnell genug. Aber das wäre so eine Sache. Zwei Kinder? Ja, zwei. Das macht nicht schneller? Oder wie ist das bei dir, wenn du jetzt unterwegs bist? Ist das ein Problem irgendwie, dass du dran denkst? Oder vielleicht also vorher mal? Also beim Fahren selber fahren nicht. Wenn du, wenn du Pike Speak natürlich hochfährst, runterfährst, dann denkst du manchmal schon, ey, was ist, wenn das jetzt hier ins schief geht, ne? Ja, ja. Aber das ist soweit alles also wenn, was man nicht hofft, wenn es schief gehen sollte, ist das soweit alles geregelt. Aber da darfst du beim Fahren nicht dran denken, mache ich auch nicht. Also wenn der Helm auf ist und wenn das Ding runtergeht und wenn der dich losschickt, da loszufahren, dann ist das frei. Krass. Dann ist der Rolf Henninges, den kennst du ja auch, der hat in seinem Buch beschrieben, so der Typ, der bei der Isle of Man das Startzeichen gibt, der fasst dir jeden so an der Schulter an könnte und macht dann so. Könnte das letzte ist Mal. Der könnte der letzte Mensch sein, der dich berührt hat. Krass, ne? Ja. Das ist schon, man darf sich das manchmal nicht vorstellen. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja angefangen irgendwie mit 3 Jahren, hat mein Vater mir so eine PW50 mit Seitenwagen gekauft, dann hat man eine eigene Motocross-Strecke im Garten und das ging ja immer so weiter, Motocross-Rennen fahren, dann Supermoto-Rennen ein paar Jahre gefahren und dann ging es nach Bremerhaven, Fischereihafen-Rennen, also viel gestürzt, außer Knochenbrüche, muss ich sagen, hatte ich eigentlich nie irgendwas Schlimmes. Ne, Knochenbrüche ist ja, sag ich mal, ist ja Standard, was zu das so einer passiert schon mal, Nummer gehört. Ne? Der eine hat halt mehr Glück, der andere weniger, also toi toi toi, das war bis jetzt alles ganz gut und ja, was willst du machen? Ich bin 38 Jahre, dass ich jetzt nicht noch, wer weiß, was passiert, ist ja klar. Also irgendwas Lustiges kann man sich ja einfallen lassen. Ja, ich habe ja zum Beispiel Anfang des Jahres sind wir ja so einen Skihang da hochgefahren. Ja, ja. Wie war das eigentlich? Mit Jekyll und Hyde, die haben so eine wilde BMW umgebaut mit langer Schwinge und so. Da ist der Chris Pfeiffer letztes Jahr für gefahren. Ja. Und der konnte nicht oder wie auch immer, haben sie mich gefragt. Und für sowas bin ich natürlich sofort zu haben, ne, mit so langen Spikes und so weiter. Ja. Das war geil. Hast du nicht Travis Pastrana getroffen? Den habe ich auch getroffen. Habe ich auch getroffen. Den habe ich auch getroffen. am Pike Speak, ja. Geiler Typ. Hammer, oder? Habe ich auch kurz ein Video mit ihm gemacht. So, und so Leute, hier habe ich den verrücktesten Typen auf Erden. Travis Pastrana steht hier neben mir. Ihr kennt ihn alle von Nitro Circuit und so weiter. Sorry, I'm talking in German. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Travis, why are you racing no bike here? Because I'm old and I like my roll cage. Yeah. She likes it too. It's good. I must do a riding with a bike, okay?
That's it, but he go up with the Porsche GT4. Yeah, GT4 crossword. Yeah, I saw the time one day the practice he was on the first. You start at second today or? Start in second. Second, so in class, okay. Yeah. Should be alright. I start on five, okay. Okay, I thought you were gonna say I start first, yes? Yeah. But what do you think? What will be your time? It's good. There's three of us within a couple tenths of a second on every section. So No. Time. Overall time. I don't know. We don't do all the sections in practice. So. I'm gonna go fast. I'll push the right foot really, okay, really hard. Okay. We will see. Okay. And when will you come back to Germany with your show? I saw you in Hamburg, the Nitro Circuit Show. Yeah. Hopefully this fall, actually this winter. So right before Christmas. Okay. He's a really crazy guy. Okay. I hope everything for you that you win. Yeah, good luck, and, you too. For me too, also. And you do a big jump in a few weeks, I think. Yeah, hopefully. If I don't fly off the cliff here, hopefully we should be good. Knievel, like, huh? Yeah, Ivo Knievel tribute. Tribute to the old Sun guys. So. Okay, thanks, man. Thank you. Good luck for you. Appreciate Thank it. You. Habt ihr das gesehen? Cooler Typ, oder? Hier, Foto, schnell Picture noch. Da ging das kurz, der ist ja, hat diese Ivo Knievel-Sprünge gemacht, also drei Stück auf einmal in Las Vegas. Das war so zwei Wochen davor. Das war geil. Also der hat ja die Nummer gewonnen, da war so ein Porsche Cup, ja. 8 Porsche glaube ich, auch mit so Nesca, ich glaube so ein Nesca-Fahrer, so ein Profi war auch dabei, aber Travis hat gewonnen, aber er hat es nicht mal geschafft, zur Siegerehrung zu kommen, echt? Weil er musste schon weiter, also für den war das nur absoluter, einfach Spaß, so gewonnen und, Wahnsinn, und weiter, ja. So irgendwie, ne? Unser Eins wird sagen, boah geil, wir feiern jetzt eine Woche, genau, wir feiern eine Woche und der hat es gar nicht mehr geschafft, zur, ja. War super, er hat neben mir oben gesessen, hat eine Suppe gegessen, haben wir normal gequatscht, also, super der Typ. Ist mega tiefenentspannt. Super Typ. Hat total durchgeknallt. Ja. Richtig krass. Das sagt, das Gefährlichste ist immer, wenn seine Kumpels da sind. Und damals, das ist jetzt schon Jahre her, dass sie irgendwie seine kleine Tochter irgendwie auf den Schrank gestellt haben und gesagt haben, spring runter. Und wir fangen dich auf. Ja, verrückt. Das ist auch noch so ein bisschen, was unser Ding ausmacht. Die Leute sind alle ein bisschen verstrahlter, aber entspannter auch. Also du brauchst den nicht, wenn du da im Fahrerlager bist, brauchst du nicht erklären, warum du das machst, weil jeder von denen weiß, genau. Warum man das. Dass das gefährlich ist, weiß jeder. Ja. Klar. Wenn du jetzt sag ich mal einen normalen, was machst du denn? Ja, ich fahr Motorrad rein. Ja, was denn bewege? Ja, so ähnlich so wie Isle of Man so Straßenrennen. Was? Bist du verrückt? Ja, ist ja meist so. Ja. Ne? Aber ich finde, wenn du normal auf Wenn du selber fährst, sieht es auch anders aus, wie wenn einer zuguckt. Natürlich. Das ist anormal. Ja, also diese Optik ist eine andere einfach. Das ja, ist, du, ja, du hast ja, genau. Wieso hast Man du ist ja aber nicht. Auch konzentriert einfach. Das ist ja, ist, also irgendwie ist das unbeschreiblich, wenn das ist, keine Ahnung, wenn der Helm dann so runtergeht und du bist auch lange genug hingefahren, du weißt ja. Ja, du hast so ein bisschen Puls. Das ist auch so ein Gefühl, was man immer wieder haben will. Deswegen ist es auch Sucht. Schwer, damit aufzuhören. Es ist eine Sucht. Ganz viel Enduro fährst du? Ja. Machst du nochmal Erzberg? Machst du nochmal mit? Wow. Das ist auch mehr so, das ist auch mehr Abgehänge wie Fahrerei, so sag ich mal. Ne? Also ich sag mal, Erzberg bin ich jetzt zwei oder dreimal gefahren. Wenn du jetzt vor so einen Hang kommst und würdest du alleine stehen, sag ich mal, dann wäre das gar nicht so problematisch. Ja. Aber meine beste Startreihe war, glaube ich, Reihe 3, also hast du so 100 Mann oder was vor dir. Ja. Und wenn du 50 Mann irgendwo oder 30 in so einem Hang drin hängen, ja, wo willst du langfahren? Ja, das ist das Problem. Also die Veranstaltung ist super. Ja. Aber ob ich das jetzt nochmal, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe eine Idee. Ist vielleicht noch ein bisschen weit. Ich komme da auch nochmal auf dich zu. Mhm. Mit Mofa durch Deutschland. Da bin ich sofort dabei. Ich habe zwar nie eine Mofa gehabt, also Mofa-Führerschein und auch mit 15 keine Mofa gehabt. Ist aber egal. Aber das wir sind mal Mofa-Rennen geworden. Mofa-Rennen. Wir sind Mofa-Rennen gefahren, 4 Stunden von Espeln, der große Preis. Waren übrigens auch 5000 Zuschauer immer ungefähr, gibt es leider nicht mehr. Ja. Nur Puch und da haben wir auch mal gewonnen und diese Mofa hätte ich sogar noch. Nur wahrscheinlich dürfte ich da nicht mitfahren. Ja. Also hier nochmal können wir direkt einen Aufruf machen. Liebe Zuschauer, wenn ihr denn ein Mofa überhabt für Thilo. Oh, das wäre richtig geil. Dann einfach bitte in die Kommentare. Wir setzen uns mit euch in Verbindung und also kommen darauf gerne zurück. Ihr kriegt die Heile wieder. Vielleicht. Ne? Vielleicht sogar ein bisschen schneller wie vorher. Man weiß es auch nicht. Also es müsste über sein, wirklich. Das wäre doch witzig. Ja, Mofa ist viel gesucht mittlerweile. Man vertut sich. Heiraten? Du hast jetzt immer keine Zeit. Nee. Ja, hast du immer noch nicht? Im Moment gerade nicht. Ja, muss ich vielleicht mal machen, ne? Ja, kannst du mal machen, ne? Ja, ja, wir müssen ja über ernste Sachen ja, das ist, quatschen. Also heiraten, das ist ja, also ich bin jetzt 15 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Wir haben 2 Kinder. Ja. Wäre eigentlich mal angesagt, ne? Oder lass es einfach. Ja, ich weiß nicht.
Also ich kenne so viele mittlerweile, die scheiden sich schon wieder. Ich habe noch mal geschafft zu heiraten. Ich bin noch so ein bisschen... Du bist in so einer Schwebephase. Ja, kennst du doch auch was von, glaube ich, ne? Ja. Ich bin ja neutral. Ich bin ja nur der die Fragen stellt. Ach ja, Entschuldigung, ich durfte gar keine Frage stellen. Habe ich vorher unterschrieben. Der Interviewpartner darf keine Frage stellen. Wahnsinn. Das ist übrigens uncut, das Video. Also wir lassen einfach durchlaufen. Nur mit dieser kurzen Unterbrechung, wo diese Fahrsequenzen kommen. Wo wir hier sehen, wisst ihr schon? Ich sag, wir sind einfach mal hier fürs Erste durch. Ich freue mich. Es ist wirklich ein besonderer Augenblick. Hinten wird dieser Sportkaravan beladen. Genau, die sind da gerade. Deswegen gibt es da Geräusche. Und Uncut, exklusiv, erster Gast in Captain Cooks Kajüte. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann... Einen Daumen da. Ich hoffe, es gibt noch viele Gäste. Unterstütze den Jens, der macht geile Sachen. Lasst ihn da so ein Like, Abo, diese ganzen Sachen, die man heutzutage das kostet gar nichts. Ja. Und ich hoffe, du hast noch viele Gäste in deiner Kajüte hier. Also nicht in dieser, in deiner eigenen Kajüte. Eigene Kajüte, die Kajüte, ist egal. Ihr seid auch die Besten, super gut. Zum nächsten Video geht's da lang. Und da könnt ihr abonnieren. Und wir sind schon durch. Also, mach's gut. Tschö. Ich will euch nicht stören. wir sind voll durch. Super. Ach, da war auch noch einer. Ja, da war auch noch einer. Ich hab euch gar nicht gesehen. Cool.